nenne Sie als Verfasser. Sie sollen den Ruhm davon haben. Er soll Quartier in der Vorstadt für Sie suchen. Gut, gut, ich will das alles nicht wissen. Und wie heißt die Dame? Delicourt, das ist so ein typischer Charakter, so derjenige, der schmeichelt nach oben und nach unten die Leute unterdrückt, der die Schwächen der anderen ausnützt zu seinem Vorteil. Sie mögen mich für einen Träumer halten, aber je mehr Ihnen schön tut, desto weniger traurig. Nun, so machen Sie uns ein Lied oder so etwas für heute Abend. Eine Romanze, meint Sie? Gut, die Romanze lieben wir besonders. Sag mir, du Esel, was fällt dir ein, dass du mir hier so zur Unzeit über den Hals kommst? Nun, wie ich Ihnen schon sagte, ich komme, mein Glück zu machen. Die Geschichte ist brandaktuell. Wir haben es heute immer mit diesen Schmarotzern zu tun, die nur durch die Leistungen der anderen Leben, das der eine hat, erfindet es, der andere vermarktet es. Wie wär's nun, wenn Sie statt meine die Verschen machten? Es hat einen gewissen Pep, der mir einfach gefällt, der mir zusagt, weil es eine trockene Ehrlichkeit hat und die zeitgemäß ist. Der Schein regiert die Welt und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.